Es ruft an. XXL. Leute, ihr wisst ja, mein Generalplan Nummer 1 ist, Milliardäre, Millionär zu werden. Sag mal ganz ehrlich, Bescheidenheit, wie ich bin, so, ne? Millionär würde mir reichen. So, zweiter Bundesliga-Torwart mit 10-Jahres-Vertrag. Was habe ich nicht schon alles probiert, um reich zu werden? Zum Beispiel Influencer und so, ne? Ich meine, ich habe mir eine Erkältung nach der anderen geholt, aber Millionär bin ich nie damit geworden. Oder so Deutschrap und so, weiß ich nicht. Die sind ja auch voll reich und so. Habe ich gedacht, aber leider nein, leider gar nicht, ey. Jetzt kommt hier mir um die Ecke, wird doch Schlagersänger, aber sind auch nicht die Reichsten, weil in ein Kulturzeitung, Bildzeitung und so, ne, hat gestanden, dass die erfolgreichste Interpretin ist Sabine Sommerland. Ja, ey, ihr guckt genauso doof, wie ich gehört habe. Sie ist quasi das Croton zu Rolf Kotowski oder wie der heißt und so, weißt du? Kinderlieder, ich schwöre, die werden damit voll reich. Die ist 460 Wochen, Ausrufezeichen, ich wiederhole in Zahlen, 460 in die Charts. Und die musste sich dafür nicht operieren lassen, jetzt mal ganz ehrlich. Helene Fischer ist dagegen Sozialamt, jetzt mal ohne Flachs, die kann einpacken und so, ne? Und zwar, die hat solche Mega-Songs gemacht wie Leute, passt auf, halt euch fest. Hallo, hallo, schön, dass du da bist. Ey, kriegst auch gute Laune. Da freuen sich Kinder und so, ne? Oder Hände waschen, muss ein jedes Kind. Ich schwöre, das singen wir auch auf der Baustelle und so, ne? Bevor wir in den Bauwagen gehen. Ja, und jetzt habe ich mir überlegt, ey Leute, ich muss doch eigentlich nur Kinderlieder machen. Das Problem ist bloß, wir haben wirklich über jeden Kack schon Lieder gemacht. Außer, genau richtig, übers Kacken hat keiner Lieder gemacht. Und deswegen habe ich mir einen super Song ausgedacht. Pass auf. Musst du einmal kacken, leg die Hände auf die Backen, stütz die Ellbogen auf die Knie, da kannst du kacken wie noch nie. Ich kack die Windel voll, ich kack die Windel voll. Uli, uli, uli. Ey Leute, wenn das kein Hit wird und so, ne? Ich meine, der Inhalt ist ja klar. Spannung, Spiel und Schokolade. So. Ja, ich habe jetzt auf meinem Account geguckt. Immer noch ein Follower. Nee, zwei. Achso, ist die Oma. Leute. Ey, ich hab voll Angst, ey, ich übertreibe nicht. Wart ihr mal draußen gewesen? Ey, da ist keine Sau. Also, ich meine jetzt hier nicht so Tiere oder so, sondern so kein Mensch. Ey, ich schwöre, keiner ist auf der Straße, weil alle haben sich Brückner-Tag genommen. Ich weiß nicht, warum das Brückner-Tag hat. Was denn, Larissa? Ach, Brückentag? Wenn heute alle Brücken fertig, endlich, ey. Uli, uli, weißt du, Leverkusener Brücke. Yeah. Ey, aber, weißt du, dann hast du Brückentag. Alle haben sich einen Tag freigenommen und dann sind da noch Ferien in NRW. Mit anderen, dem sein Worten stimmt, die Niederlande platzt. Wirklich kein freier Sandkorn mehr am Strand, so, weißt du. Alle stapeln sich da, weil die gesagt haben, so auf der Arbeit, ja, ich bin ja voll intelligent, ich hab mir einen Brückentag genommen. Da ist 5 Tage frei, so, ne. So, pass auf, da kommen die alle wieder, gehen mittwochs in den Supermarkt und sagen, krass, Weihnachten, weil das Weihnachtsgebäck da schon steht und so. Scheiße. Wir waren gar nicht 5 Tage weg. Ich glaube, wir waren ein paar Monate weg. Eben waren da noch 29 Grad und so, weißt du? Ja. Ey, aber wirklich, ich hab voll Schiss, so. Wenn ich auf die Straße gehe, ich denke, ich bin bei einem Legend. Kennt ihr das? Boah, der ist so unheimlich, da wo der ganz alleine in der großen Stadt lebt und so, in der Viag. Gut, okay, wenn ich bei mir durchs Dorf gehe, durch Hirt, ja, da hab ich öfters mal das Gefühl, dass ich einem Legend bin. Ich schwöre, normalerweise soll man ja 10.000 Schritte machen, um fit zu werden. Wenn ich 18 Schritte mache, bin ich aus dem Dorf raus. Wenn ich 10.000 Schritte mache, bin ich in den Niederlanden, so, ey, Käckchen und Tulpenfräsche und so, weißt du? Bei uns auf dem Dorf, wirklich so. Wenn ihr sagt so, ey, das ist 45 Minuten weit weg, sprechen wir von, das ist um die Ecke. Ey, oder wenn ihr vom Komasaufen redet, ne? Dann reden wir vom Vorglühen. Aber Leute, jetzt habe ich mir überlegt, die sind ja alle voll doof. Ich bin der Einzige, der keinen Brückentag auf der Baustelle genommen hat und bin ganz alleine. Verstehst du? Ich bin ganz alleine auf der Baustelle. Ich habe mir selber aufgeschlossen, ich habe mich selber gegrüßt. Der Bauwagen, der hat nicht eine Mischung aus Silikon und Hundekacke gerochen und alter Mikrowelle. Nein, ich habe einfach mein Fenster aufgemacht, weißt du? Habe ich mir schön Big Mac Menü geholt für Frühstück und so. Habe ich mir schön gemütlich gemacht. Ah, Dixi-Klo. Ich habe einfach die Tür offen gelassen, damit ich überhaupt mal Luft kriege in dem Ding und so, ne? Schön Sitzung gemacht. Dann habe ich mir die weißen Klamotten von den Malern und Anstreichern genommen und so, weißt du? Die haben so weiße Klamotten an. Und dann habe ich Arzt gespielt. Habe ich mir den Kittel angezogen, noch vom Elektriker. Bin ich mal so durch die Baustelle gegangen und so. Habe ich dann zu dem einen Zementsack gesagt, ja, das sieht nicht gut aus und so, ne? Habe ich gefühlt wie ein Arzt, ey. So sauber war ich noch nie. Ey, alles hätte schön sein können. Mit einmal kam mein Chef um die Ecke. Ich sag, was machen Sie denn hier? Der so, ja, was denn? Umsatzsteuervormeldung, 1. Oktober. Ich habe endlich mal meine Ruhe. So, meine Sekretärin nervt mich nicht. Und du, du voller Otto, mess mal hier diese riesen Dachlatte aus. Und ich so, sie haben Latte gesagt, einfach so. Der sagt, nein, mach mal. Ja, und ich habe ausgemessen. Ich so, Chef, geht nicht, ey. Der Zollstock ist nur 2 Meter groß. Der so, du doof, musst du hier auf die Seite legen. Hat er das Brett so auf die Seite gelegt? Ich so, ach so, sie meinen die Breite. Ich dachte, die Höhe. Er hat nicht gedacht, ja, egal. Erstmal Mittagspause, schön Spekulatius kaufen. Frohe Weihnachten.